So, du kannst übrigens mal weg. Perfekt. Okay. Weiter geht's mit unserer kleinen Tour zum Lager. Ja, das hier ist übrigens was ganz Witziges. Da hat jemand mittlerweile geschafft, einen Server zu bauen, der tatsächlich mit beiden klarkommt. Also, ne, normalerweise war es ja so, Mindset 5 war halt so neu, dass halt Mindset 5 zu allem davor inkompatibel war. Und deswegen, wenn man halt Mindset 5 Server hatte, halt keine Mindset 04 Clients bedienen konnte. Und wenn man ein Mindset 04 Client hatte, man keine Mindset 5. Was? Also, wenn der Server halt 5 war und die Client 04 war, oder andersrum, der Server 04 und Client 05, dann ging's, 5.0 war, dann ging es halt nicht. Und jetzt hatte jemand Server rausgebracht, die das tatsächlich können, die sowohl als auch bedienen können. Ich meine, wie das jetzt intern gemacht wird, weiß ich nicht. Aber zumindest witzig, dass es geht. Ja. Also da muss er mindestens ganz schön stark an der Engine rumgeschraubt haben. Oder er macht es ganz klassisch und lässt ein Zwischenskript laufen, das quasi erstmal die Anfragen entgegennimmt. Und je nachdem, mit welcher Version sich der Client meldet, hat er quasi intern zwei Server laufen. Ein 04er und ein 5er Server. Und je nachdem, wie er sich der Client meldet, wird er dann zum jeweiligen Server weitergeleitet. Das wäre natürlich technisch... Wäre das möglich? Ich weiß gar nicht. Wohl normalerweise meldet sich ja erst der Client beim Server und gibt dabei auch seine Versionsnummer an, soweit ich weiß. Das heißt, direkt bei der ersten Message, die der Client sendet, weiß der Server bereits, welche Versionsnummer der Client hat. Und damit könnte man das per Skript abstrahieren. Das wäre eine Möglichkeit. Oder halt wirklich, dass man halt den Quelltext umändert und man sagt, okay, ich schreibe einen Client, der tatsächlich mit allen Versionen klarkommt. Wobei das von der Implementierung wahrscheinlich sogar noch schwieriger wäre. Wollte ich nicht gerade die Erde wegbringen? Ich bin doch so dumm, Alter. Oh ja, noch haben wir ja Platz. Yay, yeah, gleich ist der Berg weg. Diese rumfliegenden Steine immer. Fliegen hier noch mehr rum? Das ist halt nicht so. Letzten paar Meter. Schon wieder voll. Das gibt's doch. Ach so, weil ich mittlerweile kaum noch Platz habe. Ha. Ja gut, das kann ja mal passieren. By the way, du kannst mal dahin. Da kann ich auch immer gleich die Löcher stopfen. Schön.
Schade, ich hatte gehofft, die Schippe reicht noch. Tut sie aber nicht. Na gut, dann gehen wir erstmal zum Lager. Bringen wir die ganze Erde weg. Und dann, So, du da rein. Ach so, halt, nein, rechtsklick. Jetzt nehme ich die ganze Zeit eher raus. Gott, also voll hier. So. Hallo? Geht doch. So. Perfekt. Jutschen, du kommst zurück. Du kommst zurück und du. Sehr gut. So, dann noch unsere kleine Schippe reparieren. Dann haben wir das Fundament von dem Hotel zumindest schon mal fertig. Dann können wir bald anfangen, so die ersten Überlegungen zu machen, wie wir da was bauen. Du kommst bitte mit. Ihr bleibt mal hier. Das Ausloten werden wir erstmal mit Sand machen. Lehm. Sand. Sandstein bitte nicht. Ich höre, allzu viel Sand haben wir gar nicht. So, Schippe reparieren. Du darauf. Mann, ist das immer laut, ey. So, ich hoffe, dich brauchen wir nicht mehr. Weg mit dir. Easy, fertig. Ach komm, das kommt auch noch mal weg hier. So. Obwohl, ganz ehrlich, um Kohle brauche ich mich jetzt nicht wirklich kümmern hier. So, nehmen wir mal wieder ein bisschen Cobblestone und machen das dann wieder hier zu. Oh, jetzt halt Schloss erstmal. Mal gucken, wie wir hier unser Feld überhaupt bauen. Vielleicht kommt hier nämlich später wieder Erde hin. Dann wird es sinnfrei, jetzt hier alles zuzubauen, wenn dann später her Erde hinkommt. So, was wir brauchen ist auf jeden Fall. Ne, gut, ich baue jetzt meine Bäume ab. Wir haben keine Axt dabei. Ach scheiße. Gut. Keine Axt dabei, glaub's ja. Wir brauchen viel Platz und vor allen Dingen eine Axt. Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein, du bist aber wieder raus. Du kommst da rein, 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 du. Nee, du nicht. Du.
Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Du auch. Nein, du nicht. Ach, genau. Dich brauchen wir gleich. Hey, wieso haben wir... Hä? Hatten wir nicht vier? Kann es sein, dass irgendwo noch eine Rot drin rumsteckt? Das wäre jetzt natürlich... Steckt die immer noch da oben auf dem Berg drauf? Das wäre jetzt ein bisschen witzig. Ja. Kann ja mal passieren. So, okay. Wir brauchen eine Axt. Da. Ach, das wäre auch schon ganz kaputt. Der Hammer wird sterben. So, hätte ich jetzt gerade, wenn jemand heizt. Oder wenn irgendwo eine Bude abbrennt. So, ich baue dich mal hier hin. Wobei, nee. Nee, nee. Ich brauche erstmal Platz zum Überlegen. Das heißt, die ganzen Bäume kommen erstmal alle weg. Oh Gott, das wird mächtig viel Holz. Und noch viel mehr Blätter. Ich glaube, ich sollte die Gegend dann einfach später mit World Edit markieren und dann einfach sagen, bitte alles zur Luft setzen. Oh mein Gott. Schon wieder voll, das gibt's doch gar nicht. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Na ja, klar, die ganzen Blätter hier, ne? Die spammen natürlich unglaublich schnell das Inventar zu. So, dich dann fertig auch mal. So. Dann müssen hier noch ein paar Bäume weg. So, halt. Das ganze Zeug, was immer noch rumhängt. Hallo, die Wald hier. Rein da, rein da. Und ja. Bin ich echt schon wieder verhungern hier?
Das ist ja auch nicht mehr normal. Was ist hier los? Achso, hier war ein Gebüsch. Weg da. Dort kann man, glaube ich, nur eh bloß ein Brett machen oder sowas. Also nichts, was sich jetzt lohnt, auf extra aufzuheben. So, die Bäume müssen auf jeden Fall noch weg. Holy shit. Da kommt der echt gerade schon was zusammen hier. Ups. So. Okay, dann müssen wir schon mal ein bisschen Denk-Area. Auch wenn mich diese ganzen Dinger da schon wieder ankotzen. Überall die hier, ne? Diese ganzen Dinger, die hier überall so rumfliegen. Ist so nicht mehr normal. Ach, haben wir nicht. So. Okay. Also, wir kommen hier an. Das Problem ist, der Weg ist halt nicht mittig von der Insel, sondern eher rechts gelegen. Ich würde unser Hotel aber gerne trotzdem mittig auf die Insel raufpacken. Das heißt, ist an sich halt eigentlich kein Problem. Dann haben sie halt so keinen Schlenker drin. Das macht ja gar nichts. Die Sache ist, die Insel ist länger als breit. Das heißt, wir werden unsere Zimmer auch längs anordnen. Jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen probalaieren. Und erstmal das Inventar hier leer machen. Ungefähr. Okay, das heißt, wir haben eine Länge. Hä? Hinten? Achso. Genau, bis hier geht die Insel. Das heißt, wir haben von hier eine Länge bis ungefähr, na, ich sag mal, hier. Ja. So, da haben wir, Scheiße, weiß ich gar nicht mehr. Jetzt ist heißt das jetzt 33 oder 34? So. Genau, heißt also, wir haben 34 Blöcke. Das heißt, die Mitte davon wäre ungefähr, wenn wir jetzt hier bei, ich sag mal, bei 16 sind, nee, bei 17. Doch, genau, bei 16. Also, bei 17, aber damit wir die 17 haben, muss oben als Meldung eine 16 rauskommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Die beiden Blöcke ist jetzt quasi die Mitte. Das heißt, ich packe mal hier zwei Dinger hin. Jetzt haben wir quasi einmal hier 15. Und so müssen wir jetzt auch wieder 15 haben. Perfekt. Okay, jetzt haben wir also die Mitte raus. So, das heißt, Anfang tut unser Modell.
Unser Hotel möglichst nah am Steg, also ungefähr ab hier die Insel, so ungefähr die volle Breite. Das heißt, wir fangen auch ab hier an. Dementsprechend wäre dann hier so der Eingangsbereich. Genau. Dann haben wir hier so einen großen Vorraum. Der Vorraum sollte schon etwas breiter haben. Oh, ja gut, okay. Ungefähr. So, sagen wir erstmal. Dann geht es also hier so lang. Hier so lang. Das heißt, man kommt hier so rein, hat dann hier so einen kleinen Vorraum. Dann könnten wir das quasi eigentlich gleich mit dem Flur kombinieren. Das heißt, wie breit muss der Flur sein? Wir haben beim Flur, haben wir hier ein Zimmer von der Breite her. Dann kommt hier die Trennwand zwischen Zimmer und dem Eingang. Der Gang machen wir in 2 oder 3 breit. Na, 3 ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich mache mal 2 breit. So, das heißt, wir haben denn hier die Trennwand zu dem Innengarten. Hier trennen wir zu dem Innengarten, dann hier wieder zweimal den Weg, dann hier wieder Trennwand zum Zimmer. 4 breit gerade mal. Oh, doch. Das ist ein bisschen eng, oder? Ich würde das Hotel aber auch gerne nicht zu breit werden lassen. Aber so ist halt wirklich schon extrem schmal. Okay, ich mache das Ganze mal 1 breiter. Das heißt, der Innengarten ist 6 Felder breit. So, dann haben wir hier so einen schönen Innengarten. Also, ne, damit ihr wisst, was ich meine. Wir haben quasi hier so einen Rundgang. Das heißt, der Gang geht quasi hier so einmal lang. Dann geht er hier um die Ecke. Dann geht er hier um die Ecke, geht hier so lang, hier hinten mal das gleiche, sodass es quasi ein Kreisverkehr ist. Dieser runde Gang ist auf allen Etagen und in der Mitte von dem runden Gang ist quasi einfach leer. Heißt also, man kann durch die Etagen quasi, die Etagen sind alle in der Mitte komplett frei. Und hier kann dann in der Mitte irgendwas sein, was dann quasi von ganz oben bis nach ganz unten durchgeht, weiß ich, ein Wasserfall, Bäume oder irgendwie sowas halt. So. Das heißt, euch müssen wir jetzt auch nach außen verschieben. So. Jetzt ist die Frage, die Zimmer sollten eine Breite von mindestens 4 haben. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir hier Platz für mindestens ein Doppelbett von der Breite her. Vielleicht ein Schreibtisch oder so. Oder wir machen 6 breit. Wird das so groß? Nö, doch, das geht. Doch, 6 kann man machen. Okay, das heißt, hier haben wir dann auch 6. Was? Moment mal, habe ich jetzt da richtig gezählt? Oder habe ich jetzt 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Passt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier kommt in die Außenmauer. Das heißt, die Bäume müssen auch auf jeden Fall weg. Okay. Das hier wird dann entsprechend auch noch mal eins breiter. So.
So. Das heißt, man kommt hier rein in einen kleinen Raum. Dieser Raum wird hier hinten wieder zu. Das heißt, wir haben ungefähr so als Länge. Hier ist dann ein kleiner Eingang. Und der Eingang. Geht dann hier zu dem Weg. Hier kann man so in die Mitte von dem Hotel gucken. Wie gesagt, hier ist ja dann offen. Und hier führt dann der Weg so lang. Lalala. Und hier sind dann die Wände. Hier hinter ist dann der Raum. Hier ist eine Wand. Dahinter ist dann der Raum und so weiter und so fort. Hier in der Mitte hat man Platz. Upsala. Scheiß Schwerkraft. So. Die Zimmer. Wie gestalten wir die von der Größe her? Also, die wissen ja, die Breite ist auf jeden Fall schon mal 6. Müsste hier sein, oder? Achso, ich kann einfach gucken. Nee, war falsch. War ja klar. Aber wie breit soll ein Zimmer werden? Machen wir 6 mal 8. Ist so eine schöne Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das wäre dann hier eine Mauer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hier eine Mauer. Und schon geht mir die Erde aus. Holla die Waldfee. Gut, dann halt also in der nächsten Folge erstmal ein bisschen Erde suchen und dann. Also Erde aus dem Lager holen und dann geht's weiter. Bitte. Ich würde mal sagen, bis dahin. Schau mit V.